Entertainment. Feier! Und damit herzlich willkommen hier bei mir, Nutoka aufs Brot, und einem neuen Let's Play. Schauen wir ganz kurz. Okay, das da passt alles. Das Spiel heißt Feier. Ich habe gerade bei den niedrigen Temperaturen manchmal irgendwas mit Feuer, damit mir mal ein bisschen warm wird. Und ist, wie man es von Deadlake eigentlich kennt, eine Art Point-and-Click-Adventure. Ich habe hier schon einmal angefangen, um so ein bisschen mal warm zu werden. Wir fangen natürlich von vorne an. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht lang, sondern ich zeige euch einfach, was das hier ist. Ab geht's! So, wir sind ein Steinzeit-Guru oder Steinzeit-Mensch, eher Feuer. Feuer. Und wir sind anscheinend der Wächter des Feuers. Das musste ja früher mal angehalten werden, weil es schwierig war, neues Feuer zu machen. Und wir pennen natürlich prompt ein. Was dann passiert, kann man sich wohl denken. Das Feuer geht aus. Der Dorfälteste oder wer auch immer das sein soll, ist immens stinkig. Und wir werden kurzerhand boing aus dem Dorf rausgeschmissen. Oh, wie süß er guckt, der kleine Neandertaler. So, da haben wir schon mal einen Apfel. Und darüber haben wir eine Schlange. Mit der Leertaste, wie man es gewohnt ist, kann man sich quasi die Hotspots anzeigen lassen. Wir können hier jetzt nur mit dem Apfel agieren. Aber, unser kleiner Jupp hier ist ein bisschen zu klein dafür. Deswegen schauen wir mal weiter. Hier können wir... Dafür ist er noch zu doof, er weiß nicht, was ich damit machen kann. Den Dreizack können wir aufnehmen. Damit können wir hier aber leider auch nichts machen. Nein, da fehlt nur ein gutes Stück. Hier können wir die Schranke irgendwie... Ah, okay, wir können uns annähern und werden beworfen. Vielleicht können wir hier mit dem Apfel runterschmeißen. Probieren wir das Ganze mal kurz. Ja, es sieht gut aus. Oder auch nicht. Die Schlange das jetzt abgekackt. Bisschen eklig. Okay, wenn ich hier dran ziehe, sieht man oben, dass die Schlange im Baum verschwindet. Abwerfen kann ich die Schlange nicht. Wenn ich nochmal den Knochen werfe, wird dasselbe passieren. Jawohl. Versuchen wir jetzt mal den Dreizack zu benutzen. Wir hier mit dem Schwanz quasi im gezogenen Zustand. Ja. Fest pieken. Jawohl. Kurze Super Saiyajin-Verwandlung. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir mal nochmal auf den Apfel, denn die Schlange dürfte das Ganze jetzt nicht mehr. Jawohl. Nicht mehr futtern. Und dann können wir den Apfel nehmen. Yam, yam, yam. Die verbotene Frucht. Oh. Ich glaube, das war gar kein Apfel. Eher irgendeine halluzinierende Frucht. Okay. Was haben wir da? 5 Glühwürmchen und sprechender Baum. Was sage ich denn da? 5? 10?
bleib doch hier, Glühwürmchen. Eins bleibt. Okay, das hier ist anscheinend die Welt. Komm runter, Glühwürmchen. Oh. Diese Coins hier, da gibt es wohl in jedem Level 3 Stück. Und wenn man die findet, kann man irgendwelche Specials, glaube ich, freischalten. Ah, jetzt können wir hier zum Beispiel in diesem... Ich sage jetzt nicht, wie das aussieht. Ziehen. Oh, da finden wir noch eine Münze. Okay, da können wir immer noch nicht hoch. Da wahrscheinlich auch nicht. Da können wir aber jetzt bestimmt hoch. Jo. Zack, zack, zack. Was mit diesen Augen hier ist, weiß ich leider nicht so genau. Wird wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Münze drin versteckt sein, aber ich weiß nicht, wie ich dran komme. Ah, verdammt. Wir sind noch zu klein, dann müssen wir nochmal dran zuppeln. Und schnapp dir das Glühwürmchen. Ja, alles kaputt machen. Aha. Die Glühwürmchen können Portale öffnen. Interessant. Jo, und wir reisen in die nächste Welt. Das nächste Level. Nennt es, wie ihr es wollt. Und, Oh, ein hässliches Etwas. Noch kurze Super Saiyajin-Verwandlung. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt irgendwie hier rein. Können wir durchs Nasenloch schlüpfen? Nee. Weiter nach rechts geht es nicht. Die Mucke finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Was können wir hier machen? Okay, jetzt sind wir da hinten auf diesem... Ich weiß nicht was. An dem Strick vielleicht ziehen oder an dem Darm. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Okay, können wir dem Kollegen hier jetzt am Ohr rumspielen? Sieht so aus. Also Maul auf können wir machen. Was war das? Nasenlöcher zuziehen, sieht auch cool aus. Kommt der wieder runter? Ich würde sagen, wir machen mal den Schlund auf. Dann können wir vielleicht reingehen. So, okay, weiter. Dann gehen wir mal rein. Auch schön Goldzahn hat er. Was haben wir hier? Zäpfchen. Da haben wir noch eine Goldmünze. Ach, damit können wir die Fußnägel hochziehen. Okay. Mal sagen, wenn dann den vorderen, weil da kommen wir vielleicht von außen noch ran. Hier dran können wir auch ziehen. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Und dieses komische Etwas hier können wir mitholen. Sieht aus wie der Kopf von irgendeinem Menschen, Vieh. Und jetzt können wir mich hier am Seilchen ziehen. Schmeißen wir ihm das mal in die Nase. Gucken wir, was jetzt passiert ist. Okay. Ich sag mal gern, was das hier ist. Also es kommt ja durch die Nase rein.
Aber das hier sieht doch eher aus wie eine Speiseröhre, oder? Na, dann spielen wir dem Otto mal nochmal ein bisschen am Gehirn rum. Ja, mal gucken, was da hinten da sich immer bewegt. Ah, okay, das ist ein Schwanz, das hier hinten, so wie es aussieht. Und da ist anscheinend auch schon wieder einer. Oder ist das der Kopf von eben? Ich weiß nicht. Gehen wir mal gucken. Ne, das ist nicht der Kopf von eben, okay. Schmeißen wir ihm das auch mal noch in die Nase. Juhu! Ach, Quatsch, mach schon da. Da muss ich drücken. Mund auf! Gucken, ob sich jetzt da drin irgendwas geändert hat. Okay. Super Saiyajin! Ja. Weiter reinlaufen kann ich nicht. Da hinten der Stein wackelt. Okay. Bringen wir nochmal dazu, seinen Schwanz zu heben. Vielleicht kam da hinten das Würmchen jetzt raus. So. Yay! Jo, und da würde ich mal sagen, ist doch ganz cool für den ersten Eindruck. Wenn es euch gefallen hat, schreibt was Nettes in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da. Könnt mir auch gerne Kritik lassen, sei es an der Art des Let's Plays oder am Spiel auch. Was findet ihr cool, was findet ihr nicht so cool? Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten sage ich einfach mal, bleibt cremig, Leute. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.